Hallo und willkommen zurück bei lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, wir sind immer noch beim Auffüllen, jetzt aber den mittleren Bereich. Und dann kommt endlich mal die zweite Mauerreihe. Können wir gleich schon mal noch einen Flat Task setzen? Okay, passt nicht ganz. Ich glaube immer noch nicht ganz. Sind wir mal so frei? Sitzt da ein Block? Ja. Das war eins zu viel. So. Das heißt, wir können den wieder wegnehmen und haben hier einen neuen Flatten-Task. Für den Zeitpunkt, wenn hier wieder alles recht voll ist, dass wir die Jungs abziehen können hier. Und ja, wir müssen noch einen neuen Quarry planen, weil die kommen langsam an ihre Grenzen. Also an die Grenzen des Quarries. Sind nur noch zwei Ebenen. Und da sind sie jetzt relativ schnell, weil sie nicht mehr ständig hoch und runter müssen. Deswegen. Das ist zu breit. Wir wollen nämlich nur das hier. Auch nur auf dieselbe Höhe wie das. Und ja, treppenmäßig. Mäßig haben wir jetzt ein Problem. Ernsthaft? Ja, das war jetzt zu viel, oder? Also, aber jetzt können wir hier eine Treppe hinmachen, die uns nichts bringt. Hm.
Eigentlich müsste ich es so schmal machen, dass sie mir die andere Treppe da nicht weg... Wobei die Treppe ja egal ist durch den Tunnel. Gucken wir mal, wie wir das Beste draus machen. Weil ein Tunnel hier hoch werde ich wohl nicht hinkriegen. Nee. Na, mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, wie läuft's hier? Und sie haben schon ein Stück geschafft. Sie machen aber wieder komische Sachen. Keine Ahnung, was da wieder kaputt ist, dass sie... Weil die Höhe ist nur ein Block, keine zwei. Oh, die sind jetzt eh voll, also können wir sie vom Quarry abziehen nach hier. Also die Lager sind voll. Du machst mal hier ein bisschen Umschichtarbeit.
die dumm. So. Jetzt sind hier hinten wieder volle Container. Jetzt kannst du auffüllen gehen. So, und dich kann ich ja eigentlich mal schieben. Weiß doch nicht, ob es so gesund ist, weil sie dann ja wieder machen, was sie wollen, die Bricktrons. Aber ich glaube einfach mal daran, dass es irgendwie funktionieren wird. Und ich hoffe, dass bald mal wieder Tag wird, dass wir wieder besser sehen können. Oder dass es wenigstens allgemein etwas heller wird. Weil der hellste Ort ist hier. Und ja, sie machen genau das, was ich vermutet habe. Sie füllen jetzt wieder ihre ägyptisch-aztekischen Tetris-Zeichnungen auf. Zwei Beine, zwei Füße, der eine Fuß kriegt einen Fußball. So was in die Richtung. Ich weiß nicht, warum sie das ständig machen. Ja. Wieder so warten, bis sie auf 4000 runter sind. Oder 3000. Und dann können wir wieder umswitchen. Aber so lange füllt sich das hier einfach mal. Also das sind zwei volle und ein Anbruch mal drei und ein Anbruch. Also sechs volle auf jeden Fall plus... Ich würde schätzen so eineinhalb volle noch dazu. Also siebeneinhalb volle ungefähr.
Ja, was noch recht viel Stein ist. Und ja, wenn wir das hier weg haben, müssen wir uns als nächstes daran machen, hier abzuholzen, dass wir den Berg leer machen können. In dem Berg haben wir vollständig abgetragen, bis nur noch eine Art Stumpf jetzt hier übrig ist. Ich hab's halt so rum irgendwie lieber, als wie wenn's dann flach in die Erde reinfällt. So, wir sind immer noch bei 5000, fast bei 6000 eigentlich noch. Und die Sonne kommt wieder raus, sehr schön. Es wird heller. Da sind die Wolken und die anderen Inseln sind jetzt mal wieder besser sichtbar.
Wenn sich irgendwann mal jemand erbarmt, den Block zu machen, dann können wir auch hier mal verschieben.